Guten Tag, Asta HKPO. Wollen wir jetzt eh gerade bei den Verdeckten dabei waren, zeigen wir das auch nochmal. Und zwar Hydrauliköl checken oder kontrollieren, wie auch immer. Hier, Benjamin, komm mal her. Ich komm. So, also wir sind hier im Kofferraum. Da habt ihr diese Abdeckung. Hier ist ein Clips, nennen wir es mal. Und hier sieht so aus, damit man weiß, wie es aussieht. Also reindreht, ich könnte die auch kaputt machen, weil die gehen echt beschissen raus. Lässt sich hier auch bescheuert, also ist Kunststoff komplett. Lässt sich auch richtig schrauben. Also entweder zieht es einfach mit Zange raus, mit Gewalt. Der ging jetzt ganz gut raus. Müsst ihr probieren, sonst macht halt irgendeinen anderen rein. So, dann ist das nächste, was schon wieder sehr tricky ist, dass ihr hier diesen Plastikklappen, die wir ja gerade repariert hatten, vorbeikommt. Das heißt, ihr könnt das hier so ein bisschen runterfummeln und dann könnt ihr wenigstens das jetzt so ein bisschen rauskriegen. Benni, füllt mal hier rein. Den Tank sehen. Und der sollte unseres Wissens nach bei geschlossenem Dach halb voll sein und ja. Also, sieht man ja. So, und dann kann man auch gleich nochmal die Leitung checken, falls irgendwas sein sollte. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wo das Ding mal sitzt. Die komplette Pumpe mit Tank. Und ja, das war es eigentlich schon. Ja, genau. Dann viel Spaß beim Nachmachen. Tschö. So, wir haben zwar schon jetzt tschö gesagt, aber was ja eigentlich das Kernthema war, also wir müssen jetzt nichts nachfüllen, wie ihr seht. Aber wir wissen auch nicht, wo man es nachfüllt. Also wenn es jemand weiß, schreibt es bitte mal in die Kommentare. Genau. So, aber jetzt seht ihr zumindest, wie das Ding aussieht und wo es sitzt. Hier habt ihr noch so Schrauben, für was auch immer die sind. Wir wissen es jetzt auch nicht, aber bei uns passt ja alles. Aber so kann man es wenigstens mal kontrollieren. Ciao. Genau. Tschüss.